Vor 400 Jahren waren sie die Herrscher der Karibik, die Piraten. Mordlüstern und beutegierig, so werden sie in den Geschichtsbüchern geschildert. Dabei waren sie nicht bloß brutale Räuber der Meere, sondern vor allem geniale Seefahrer, Entdecker und geschickte Politiker. Unermesslich war der Reichtum, den sie zusammenrafften und mit dem sie ein regelrechtes Imperium begründeten. Aber zuletzt endeten sie fast alle am Galgen oder versanken mit ihren Schiffen in der Tiefe der Karibik, mitsamt ihren Schätzen und ihrer Vision von Freiheit. Heute tauchen Archäologen und Abenteurer nach den Zeugnissen, die vom Reich der Karibikpiraten erzählen. Und sie suchen, die alten Schatzkarten zu entschlüsseln, die immer noch Rätsel aufgeben. Es heißt, die Seeräuberei sei das zweitälteste Gewerbe der Welt, klar. Kriminelle, die Schiffe überfallen, gab es immer und wird es immer geben. Aber von den neumodischen Piraten will ich gar nicht erzählen. Und auch nicht von den ganz altmodischen, die schon die Küsten der alten Römer unsicher machen. Nein, es gibt eine goldene Seeräuber-Ära, gespickt voll spannender Abenteuergeschichten und wüster Legenden. Und wenn Sie sich am Fasching als Pirat verkleiden, dann denken Sie bestimmt auch an diese Epoche, die so vor gut 500 Jahren begann. Als Pirat sein noch vom Geruch der Freiheit und des Abenteuers umweht war. Der hier zum Beispiel, Sir Francis Drake, begonnen hat der Sohn eines Pfarrers als kleiner Schmuggler. Und am Ende war er Admiral der englischen Königin. Bei dem ging's genau andersrum. William Kidd war ursprünglich ein reicher englischer Kaufmann aus New York, aber er verfiel der Piraterie, deshalb hängte man ihn an den Galgen. Und das ist Schwarzbart, der Schrecke der Meere, ein durchgeknallter Frauenheld, der sich gleich 14 Mal verheiratete. Ja, wirklich, 14 Mal. Bei Überfällen präsentiert er sich mit qualmenden Lunden unter dem Hut. Er war sozusagen der leibhaftige Klabautermann. Es war die große Zeit für Besessene, die ohne jeden Skrupel alles auf eine Karte setzten, die auf See richtig dicke Fische angeln wollten. Und dass die Fische zu dieser Zeit besonders fett waren, das lag an einer weltgeschichtlichen Sensation. Am Ende des 15. Jahrhunderts, da wurde ein großes, riesiges, reiches Land entdeckt. Amerika. Was für ein Gefühl muss es sein, nach entbehrungsreicher Seefahrt in so ein Paradies einzutreten. Die Spanier, die als Erste ihre Füße in dieses Land setzen, sind wie betäubt angesichts der Naturwunder und der geheimnisvollen Bauwerke der Ureinwohner. Dieses Land lässt von Anfang an auf reiche Beute hoffen. Noch nie gesehene Früchte und die exotische Schönheit der Eingeborenen erregen die Fantasie und wecken Eroberungsgelüste. Von unendlichen Gold- und Silberschätzen wird gemunkelt. Es soll hier ein Land geben, das sie El Dorado, das Goldene, nennen. Die Entdeckung Amerikas ist eine Geschichte von maßloser Gier und furchtbarer Brutalität. Der Ruf des Goldes weckt Kanonen und Gewehre und die vielen Glücksritter, die mit ihnen kommen. Alles, was die Hochkulturen Mittelamerikas an Pracht und Schönheit hervorgebracht haben, wird von den spanischen Eroberern zusammengerafft. Kostbare Kultgegenstände kurzerhand eingeschmolzen. Die uralte Kultur der Inkas und Azteken wird von den Conquistadores, wie die Eroberer auf Spanisch heißen, nur in Gewichtseinheiten bemessen.
In Schatzkisten wird der kulturelle Besitz aus Hunderten von Jahren weggeschleppt und verschifft. Nicht die alte Kultur Mittelamerikas interessiert, sondern bloß ihr Gegenwert in Gold und Silber. Die spanischen Galeonen verwandeln sich in schwimmende Schatztruhen. Auf der legendären Silberroute schwimmt die Beute direkt in die Kriegskasse König Philipps, die notorisch leer ist. Inka-Gold wird in spanischen Reichtum umgemünzt. Historiker haben mal in etwa ausgerechnet, was die Spanier im 16. Jahrhundert an Werten aus Amerika herausgeholt haben. Es sind nach heutiger Währung mehr als 500 Milliarden Euro. Eine halbe Billion. Naja, solche Schätze schwimmend und so ganz allein auf dem weiten Meer, das weckt natürlich die Gier der anderen Nationen. Die kamen aber nur mit Waffengewalt an den Reichtum Amerikas ran. Warum denn das, werden Sie jetzt fragen. Hätten die nicht auch Amerika ganz legal ausplündern können, wie die Spanier und Portugiesen? Nein, hätten sie nicht, denn dazu fehlte der Segen des Papstes. Rom ist am Ende des 15. Jahrhunderts noch immer der Nabel der Welt. Und der Papst noch immer der Mann, der über das Schicksal dieser Welt entscheidet. Alexander VI. Gilt als skrupelloser Machtpolitiker, der mit seinen Edikten eiskalt Weltpolitik betreibt. Man munkelt, Probleme löse er gerne mit Gift. Als gewiefter Taktiker will er die Geldströme aus Amerika in sichere katholische Häfen fließen lassen. Aber wie? Ein Vertrag soll es regeln. Mit diesem Vertrag hier, abgeschlossen in der spanischen Stadt Tordesillas, regelte der Papst gleich nach Entdeckung der neuen Welt alle Zuständigkeiten. Wer darf was ausbeuten? Dabei hat der Papst aber in seinem Weltaufteilungsvertrag nur seine beiden katholischen Lieblingsländer bedacht, Spanien und Portugal. Globale Politik kann ja so einfach sein. Etwa 1800 Kilometer westlich der kapverdischen Inseln zog der Papst einfach eine Linie in Nord-Süd-Richtung. Und dann wurde die Erde wie ein leckerer Apfel an dieser Linie in zwei Teile zerschnitten. Linke Welthälfte mit Afrika und Asien für die Portugiesen, rechte mit Nord- und Südamerika für die Spanier. Diese diplomatische Lösung hatte allerdings einen kleinen Schönheitsfehler. Alle anderen Nationen gingen leer aus. Und glauben Sie wirklich, dass die sich das haben gefallen lassen? Vor allem die Engländer nicht. Und mit Francis Drake haben sie einen gelernten Schmuggler, der sich gern als Mann fürs Grobe anbietet. Dem aber zugleich der Ruf vorauseilt, sogar Schwarze in seiner Mannschaft mit Respekt zu behandeln. Warum soll Drake der mühsamen Schmuggelei weiter nachgehen, wenn er mit königlicher Duldung Jagd auf spanische Goldschiffe machen kann? In nur einem Jahr bringt Drake unter der karibischen Sonne Dutzende von Galeonen auf. Sein Operationsgebiet liegt direkt vor der Küste Panamas. In schlecht gesicherten Küstenstationen lagern riesige Schätze. Drakes Überfall auf eine spanische Silberkarawane ergibt eine Beute, die dem Fünftel des englischen Steueraufkommens entspricht. Drake erweist sich dabei als cooler Gentleman-Räuber. Francis Drake ist eine durchweg ambivalente Persönlichkeit. Auf der einen Seite war er im Töten und im Foltern ein richtiger Meister, auch im Austricksen der Spanier. Auf der anderen Seite konnte er sich sehr galant wie ein Gentleman verhalten. Nicht wenn er einen Überfall hatte und die Beute war gut, dann lud er den Kapitän zum Essen ein, gab der Besatzung noch kleine Geschenke und alles war gut. Im Tower von London hört man nicht ungern von Drakes Raubzügen. Elisabeth I. plagen Geldsorgen. Denn die schlagkräftige Marine, mit der sie England zum Herrscher über alle Weltmeere machen will, ist nicht umsonst zu haben. Und alles, was dem Rivalen Spanien Schaden zufügt, kann England nur nützen.
Wenn Drake nun spanisches Gold nach England bringt, dann werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gewiss, offiziell darf eine Königin Piraterie nicht gutheißen, aber inoffiziell doch ein bisschen. Drake wiederum will sich gerne die Gunst seiner Königin erkaufen. Und wenn er jetzt seine erste Beute in der königlichen Schatzkammer verstaut, dann hegt er im Herzen auch noch eine andere Absicht. Sein flammender Hass auf alles Spanische ist unstillbar seit jenem Tag, als die Spanier vor Panama eine vereinbarte Waffenruhe brachen und fast seine gesamte Mannschaft massakrierten. Für seine Privatrache sucht er königliche Unterstützung. Zwei, die sich gegenseitig suchen, die sich gegenseitig brauchen. Hochverehrte Majestät, es ist mir... Und doch ist die Vereinigung von Politik und Piraterie eine heikle Sache. Wenig wird bei dieser Begegnung gesprochen, aber alles gesagt. Ich vertraue euch mein Geld an. Bringt mir davon mehr. Viel Glück. Das Verhältnis von Sir Francis Drake zu Königin Elisabeth I. war ein durchaus gewitztes Verhältnis. Sie bezeichnete ihn ja als mein Pirat. Das war ein bisschen sorgenvoll, aber auch ein bisschen liebevoll. Während er erstmal untertänig war, aber genau wusste, was sie von ihm hatte. Nämlich in erster Linie eine ganze Menge Geld und die Wut der Spanier und deren langsame Niederlage. Im Dezember 1577 setzt Drake im englischen Plymouth Segel mit Kurs Karibik. Und von dort weiter durch die Magellanstraße um die Südspitze Amerikas herum zur Westküste, die zuvor noch kein englisches Schiff erreicht hat. Die Kaperung spanischer Galeonen wird für Drake fast zur Routine. Ist er nun nicht so etwas wie ein solider Geschäftsmann, der die ihm anvertrauten Investitionen mit Zins und Zinseszins vergolden wird, das Geld eines Londoner Konsortiums und das seiner Königin, deren Münzporträt er immer mit sich führt, wie zur Ermutigung? Oder zur Mahnung? Drake will den Triumph auf ganzer Linie. Er will den ganz großen Coup. Am 1. März 1579 bietet sich ihm plötzlich die Chance, die ihn weltberühmt machen wird. Schiff in Sicht, die Concepción, die Spanier. Aber auch zum spanischen Staatsfeind Nummer 1. Am Horizont entdecken sie die Concepción, das legendäre Schatzschiff der Spanier, das wegen seiner vielen Kanonen ehrfürchtig auch Cacafuego genannt wird, Feuerspeier. Jetzt wird Drake sein ganzes taktisches Geschick ausspielen. Treibanker werden ausgebracht, die Drakes Schiff bremsen sollen, ohne dass die vollen Segel gerefft werden müssen. Für die Spanier auf der Concepción entsteht so der Eindruck, dass das ferne Schiff hinter ihnen viel langsamer ist und keinerlei Gefahr bedeutet, selbst wenn es feindlich sein sollte. Die Nacht bricht herein. Kapitän Don Juan de Anton legt sich beruhigt schlafen. Noch nie ist ihm auf der Westseite Amerikas ein englisches Schiff begegnet. Von Drakes Durchsegelung der Magellanstraße weiß er nichts. Wolken verdunkeln in dieser Nacht den Mond. Und auf der spanischen Galeone bemerkt niemand, dass sich Drakes Golden Hind plötzlich mit deutlich erhöhtem Tempo hinter der Concepción heranschiebt. Im Schutz der Dunkelheit nutzt Drake die Zeit, um seinen Schlachtplan minutiös vorzubereiten.
Eine Versenkung der Concepción kommt nicht in Frage, allein der Beute wegen. Und möglichst wenig Blut soll fließen. Als Schmuggler haben sie es früh gelernt. Die leisen Schritte sind immer die erfolgreichsten. Gegen Mitternacht hat sich Drakes Golden Hint auf Rufweite herangearbeitet, immer noch unbemerkt. Gespenstische Ruhe vor dem Sturm. Drakes Männer sind auf Blitzangriffe trainiert. Sorgfältige Präparierung der Waffen, absolute Ruhe und vor allem kein Licht an Bord. Überrumpelung mit Feuer und Kanonen. Der Besanmast der Concepción wird mit gezieltem Schuss gefällt. Was dann wirklich passiert, klingt wie eine lustige Glosse. Captain Don Juan stürzt im Nachthemd an Deck. Für eine Gegenwehr mit Kanonen ist es zu spät. Die Enterung steht unmittelbar bevor. Der Angstschweiß, der Don Juan aus allen Poren rinnt, lässt ihn sein weißes Schnupftuch ziehen. In der Dunkelheit aber wird das weiße Tuch als Zeichen der Kapitulation verstanden. Die Enterung erfolgt ohne Gegenwehr. Können Sie sich überhaupt vorstellen, wie eine so gigantische Piratenbeute aussieht? Ich meine, damals klaute man ja noch keine unauffälligen Geldkoffer oder klickte sich am Computer reich. Ein Schatz war damals eine richtige, handfeste Sache. Glitzerndes Gold, Silber und Edelsteine. Schauen Sie mal. So sieht sie aus, die ganze spanische Jahresernte der Gold-, Silber- und Edelsteinminen Südamerikas, die Drake im Handstreich erobert hatte. 40 Kilo reines Gold, 26.000 Kilo Silber, ein Berg von Silbermünzen und eine Riesentruhe voller Edelsteine. All dieser Reichtum gelangt nun nicht in den Torre del Oro, den legendären Schatzturm des spanischen Königs in Sevilla. Das Jahr 1579 geht als schwarzes Jahr in die spanischen Geschichtsbücher ein. Besonders weil deutlich wird, wie sehr die spanische Seehoheit durch England gefährdet wird. Im Kolonialarchiv von Sevilla lagern hinter dicken Mauern heute noch die originalen Akten des Verhörs, dem sich Kapitän Don Juan nach seiner Rückkehr stellen musste. Der Fall Drake wurde bis ins kleinste Detail aufgearbeitet und liefert eine Art Psychogramm des Meisterpiraten. Der Kapitän beschreibt Drake als Gentleman-Räuber mit besten Manieren. Zum Abschied habe der Räuber ihn höflich beschenkt, mit einigem Geld und einem hübschen Andenken, einer Silberschale mit Drakes eingraviertem Namen. Freundlich grüßend sei der Pirat dann mit der Beute davongesegelt. Als Drake mit diesem Schatz nach einer Fahrt um die ganze Welt in England wieder ankam, war seine Königin begeistert. Aber trotzdem hat sie sich doch noch einen kleinen Scherz erlaubt. Mit dem Schwert in der Hand ist sie auf ihn zugegangen und hat gedroht: Der edle König von Spanien fordert deinen Kopf und ich habe hier die entsprechende Waffe. Dann hob sie das Schwert und schlug Drake, aber nicht den Kopf ab, sondern ihn zum Ritter. Ab sofort war er Freibeuter seiner Majestät und Piraterie in eine Staatsangelegenheit. Solche Karrieren haben sich natürlich schnell rumgesprochen, besonders bei denen, die in der Karibik mehr schlecht als recht rumlungerten. Da gab es zum Beispiel Leute, die solche Schweinegrillfleisch den durchreisenden Schiffsbesatzungen verkauften. Man nannte sie Bucaniere, weil Fleischrost auf Indianisch Bukan heißt. Diese Grillbudenbesitzer sollten zum Schrecken der Karibik werden. Durch Schweinejagd zu Meisterpiraten. Diese Karriere gilt für Bukaniere. Denn es ist die Jagd auf wild herumlaufende Schweine, die die Jäger in kurzer Zeit zu den besten Scharfschützen der Karibik macht.
Ihre Zielgenauigkeit im Umgang mit Musketen wird bald so legendär, dass der englische Königshof das Kriegspotenzial nutzen will. Für die Kolonisierung von Jamaika und anderen strategisch wichtigen Gebieten. Aus Schweinejägern werden Seeräuber. Nicht nur von der englischen Krone geduldet, sondern von ihr sogar unterstützt. Auf Jamaika wird diesen billigen Hilfstruppen in einem sicheren Hafen Unterschlupf gewährt. Einziges Problem, Bukaniere sind schwer unter Kontrolle zu bringen. In der wilden Horde finden die Ausgestoßenen aller Länder zusammen. Desertierte Soldaten, geflohene Straftäter, gescheiterte Existenzen, entlaufene Sklaven und Verrückte. Ihre Rohheit, ihre Skrupellosigkeit, ihre Aggression machen sie bald zu den gefürchtetsten Piraten der Karibik. Für ihre Mautfahrten nutzen sie gekaperte Handelsschiffe und entwickeln eine clevere Angriffsstrategie. Mit gezieltem Schuss erledigen sie Kapitän und Steuermann. Die anschließende Enterung ist nur noch eine Formsache, denn ohne Kommandanten wissen sich die überrumpelten Matrosen kaum zu helfen. Durch das erfolgreiche Auftreten und Anwerben der Bukaniere gab es einen Riesensog bis nach Europa. Denn da sprach sich schnell rum, dass man als Outlaw, als derjenige, der nichts war, tatsächlich schnell was werden konnte. Auf jeden Fall schnell zu Reichtum kommen konnte. Mit den Schiffen aus Europa werden immer mehr Outlaws in die Karibik gespült. Wer sich auf dem Ozean der Gesetzlosigkeit durchsetzen will, muss vor allem eines sein: unendlich brutal. Er gilt als der blutrünstigste, der Franzose François Lolonois. Schon als Kind hatte er den Horror der Karibik erlebt, als er sich bei einem Gemetzel stundenlang unter Leichen versteckte. Abgestumpft und brutal hatte er sich bald zum Anführer einer Piratenbande geputscht und erlangt nun schnell Berühmtheit als Spezialist für grausame Foltermethoden. Die Grenze, andere Menschen zu erniedrigen, zu quälen, ja sogar zu töten, war durchweg sehr niedrig. Das heißt, diese Menschen, die wir heute in Anstalten unterbringen, die wir therapieren unter gesicherten Bedingungen, die sind damals wahrscheinlich exportiert worden. Sie haben dann eine Aufnahme gefunden in einer Gruppe, die weit weg war vom übrigen Land. Sie haben dort ihre Kriminalität ausgelebt, sie haben dort ihre Aggressionen abgeführt und man hat dadurch im übrigen Reich mehr oder minder Ruhe gehabt. Wenn man so will, kann man auch sagen, es hat sich hier ein eigenes Versorgungssystem für psychisch abnorme, sadistische Menschen geschaffen. Lolonois ist selbst unter hartgesottenen Piraten berüchtigt für seine sadistischen Einfälle. Vor den Augen von Gefangenen verspeist er Menschenherzen. Er selbst wird so enden, wie er gelebt hat, brutal und abscheulich. Nach einem Schiffbruch wird er von Menschenfressern aufgegriffen, geröstet und Stück für Stück verspeist. Einer, der über die Abgründe der Piratenseele schon vor über 300 Jahren genau Buch geführt hat, war der Arzt Alexandre Exquemelin. Als Beute war er in die Hände der Piraten gefallen, aber weil er Arzt war, ließ man ihn am Leben und bot ihm einen Job an. Er wurde der ärztliche Notdienst im Piratenland. Und 12 Jahre lang hat er da wirklich alle Exzesse hautnah miterlebt und aufgeschrieben. André Exquemelin, der Mann, der wider Willen zum Samariter der Piraten wurde. Zunächst ein Gefangener, dann ein Helfer und immer ein genauer Beobachter. Nach Jahren unter Seeräubern blickt er mit anderen Augen auf diese Welt, mit anderen Gefühlen, besonders nach einem schweren Gefecht, wenn auch die Piraten hohen Blutzoll gezahlt haben. Für ihn sind die Outlaws der Karibik keineswegs nur wilde Bestien und blutgierige Monster, sondern Menschen, die ein hartes Leben führen müssen, kämpfen, leiden, hilfsbedürftig sind. Die erst unter ihresgleichen eine Heimat gefunden haben, die sie zuvor niemals hatten. Die untereinander teilen, sich respektieren und an guten Tagen durchaus zu leben wissen.
Ihre Speisen schmecken oft besser als das, was hohe Herren an ihrer Tafel finden, schreibt er. Ihn beeindruckt, dass selbst ihr Kapitän keine andere Schüssel haben darf als alle übrigen. Zwar sind sie Barbaren, aber untereinander barmherzig. Barmherzig. Ex-Gemelin spürt fasziniert, dass unter Piraten oft mehr Gleichheit und Gerechtigkeit herrscht, als in den Gemeinschaften, die sich stolz Staaten nennen. Bereits 100 Jahre vor der Französischen Revolution gab es in der Karibik vordemokratische, ja fast egalitäre Gemeinschaften. Das Wahlrecht herrschte, man hatte einen Anspruch, einen sozialen Anspruch bei Verletzungen auf Beute etc. Das hat natürlich immer eine Doppelrolle gespielt. Zum einen schützte es diese verschworene Gemeinschaft, man hielt zusammen, denn jeder hatte eine Stimme. Zum anderen hat es die Kampfkraft nach außen gewaltig gestärkt, denn jeder war sozusagen auf seinem Posten. Die Gemeinschaft war das Schutzschild für den Erfolg aller. Eine Gemeinschaft, die sich ein Paradies auf Erden ausgesucht hat. Alles, was der Mensch zum Überleben braucht, findet sich auf den karibischen Inseln im Überfluss. Was für ein Erlebnis muss es gewesen sein für die Menschen des 17. Jahrhunderts, die der Enge und dem Zwang der europäischen Staaten entflohen waren. Ex-Gemelin beschreibt die Traumwelt der Karibik, vor allem die Insel Tortuga, die Schildkröteninsel im Norden Haitis, die im 17. Jahrhundert vollständig in Piratenhand ist. Eine Welt voll verwirrender Schönheit. Ist es nicht eine merkwürdige Pointe der Geschichte, dass ausgerechnet dieses Reich der Harmonie zum Tummelplatz roher Piraten wird? Für den Piratendoktor ist es die Natur, die zum Lehrmeister wird. Sie ist es, die die Menschen mit Dingen beschenkt, die mehr wert sind als Silber und Gold. Der Saft der Aloe Vera zum Beispiel, der die Haut daran hindert zu welken. Die Natur raubt nicht, sie schenkt. Wer hier einen Stock in die Erde steckt, wird andern Tags eine blühende Pflanze ernten. Aber man muss auch misstrauisch sein. Ein Märchenland ist voller Überraschungen. Und nicht alles, was lecker aussieht, schmeckt wirklich süß und mild. Hinter aller Schönheit kann plötzlich das Verderben lauern. Das ist die Leere im Piratenland. Paradies und Hölle liegen hier ganz dicht beieinander. Auf der Schildkröteninsel ging es tatsächlich genauso zu, wie wir es uns in unseren kühnsten Seeräuberfantasien vorstellen. Eine große, chaotische, multikulti Gesellschaft war das. Lauter extreme Individualisten und viele Veteranen. Einäugige mit Augenklappen, Holzbeinträger, Männer mit vernarbten Gesichtern und dazwischen verwegene Seeräuberbräute. Gezänk, Kartenspiel, jede Menge Ruhm und natürlich durfte der nicht fehlen. Der Papagei. Ja, warum ausgerechnet der zum klassischen Gefährten des Seeräubers geworden ist, ist eigentlich klar. So ein Papagei ist ja irgendwie ein Pirat. In Tiergestalt. Finde ich auch. Und schillernd, unkonventionell, eigen. Er gibt Widerworte. Und er kann sogar fluchen. Und im tiefsten Papageienherzen ist er immer auch einsam, gell? Ja. Tierlieb ist auch er. Der Engländer, dem es Mitte des 17. Jahrhunderts um ein Haar gelingt, einen regelrechten Seeräuberstaat zu gründen. Die Geschichtsbücher nennen Henry Morgan den mächtigsten Piraten, der je die Karibik beherrschte. Sein Charisma und sein Machtwille sollen so groß gewesen sein, dass sogar die wildesten Raufbolde auf sein Kommando hörten. Er selbst unterschreibt großspurig mit Chefadmiral aller Bucania-Flotten
oder Generalissimo der Vereinigten Freibeuter Amerikas. Und hat damit gar nicht so Unrecht. Ein gerissener Manager der Piraterie ist er. Nicht nur, dass es ihm gelingt, den Gouverneur von Jamaika zum Schutzpatron seiner Schiffe zu machen. Sein legendärster Coup besteht darin, einen Piratenkodex zu verfassen. Ein Grundgesetz für Seeräuber, in dem demokratische Mitspracherechte, Beuteanteile, ja sogar die Versorgung der Alten und Invaliden vertraglich geregelt sind. Es ist eine Pointe der Geschichte. Ausgerechnet ein Pirat war es, der sein Siegel unter die erste Sozialversicherung der Welt setzte. Seine Articles of Agreement sind noch heute erhalten, im Nationalarchiv von Sevilla. Dort ist nachzulesen, was die Piratenkasse etwa beim Verlust des rechten Arms zahlt. 600 Piaster oder 6 Sklaven. Ein linker Arm ist nur 5 wert. So vergänglich wie seine Macht, so kurzlebig war aber auch sein Vermächtnis. Sein Piratenreich auf Jamaika, das Städtchen Port Royal, wurde schon 4 Jahre nach seinem Tod von einem heftigen Erdbeben erschüttert. Der nachfolgende Tsunami riss das gesamte Hafenareal mit sich. Captain Morgans Piratenstadt versank im Meer. Und die alten Mauern von Port Royal beherbergen heute nur noch Algen, Seeigel und Fische. Doch wenn man das Rad der Geschichte gut 350 Jahre zurückdreht, dann kann man sie wieder betreten. Die gepflasterten Straßen der hübschen Piratenstadt, die auch ein Stück altes Europa inmitten der neuen Welt repräsentierte. Dieser Hafen bot bis zu 500 Schiffen Platz. Und seine Lage war ein wahrer Piratentraum. Denn Spaniens Schatzschiffe mussten hier vorbei. Das St. Pauli der Karibik war kein Ort für Moralisten. In Spielhöllen, Spelunken, Bordellen verprasste man hier sein geraubtes Gold und Silber. Kaum ein Haus, in dem Alkohol nicht in Strömen floss. Morgan versucht, zumindest für die Toten solcher Saufgelage, einen Priester zu finden. Aber der Gottesmann winkt schnell ab. Da die Bevölkerung nur aus Piraten, Mördern und Huren besteht, bin ich wohl von keinem Nutzen. Morgan bedauert die Absage. Denn trotz seiner Exzesse hat der Chefpirat zeitlebens Angst vor der Strafe Gottes. Vor allem aber wird Henry Morgan getrieben von krankhaftem Ehrgeiz und unbändigem Durchsetzungswillen. Der Erfolg bestärkt ihn in seinen Allmachtsfantasien. Ihm gelingt, was niemandem zuvor und niemandem danach gelang. Er schafft es, eine Streitmacht aus 40 Piratenschiffen zusammenzuziehen. Kein Schatz- oder Handelsschiff, das den Kurs dieser Flotte kreuzt, kann solcher Übermacht entkommen. Stellen Sie sich vor, Sie wären Pirat. Dann wären Sie bei Ihrem Überfall doch sehr darauf bedacht, dass Sie den Rumpf eines solchen Schiffes nicht zerstören, oder? Denn sonst würde ja das ganze schöne Gold mit Mann und Maus versinken, bevor Sie es rauben konnten. Also, lassen Sie sich mal was einfallen. Wichtig ist es doch vor allem, dass das Beuteschiff manövrierunfähig wird. Nun, die Piraten waren da sehr einfallsreich. Sie haben in ihre Kanonen das hier gestopft. Wenn Sie diese beiden Kugeln mit der Kette dazwischen abfeuern, dann wirkt das wie ein riesiger Propeller, der durch die Luft fliegt. Die Kette verfängt sich in Tauwerk, Schoten, Wanten und reißt alles nieder. Bleiben noch die Menschen, die sich wehren. Auch gegen die haben die Karibik-Piraten eine furchtbar bösartige Waffe erfunden. Eisenschrott. Splittermunition. Damit konnten die Opfer gleich dutzendweise so übel zugerichtet werden, dass der Kampf an Deck nachher nur noch reine Formsache war. Und für den Nahkampf entwickelten die Piraten diesen einfachen, aber
wirksamen Pistolenschal. Man kann nach Bedarf schießen, hat aber danach beide Hände frei. Und das ist besonders wichtig. Denn wie heißt es in einem alten Piratensong? Fallerie, Fallera, die Hände sind zum Rauben da. Mit seinen Schiffen kontrolliert Morgan bald alle Küsten Mittelamerikas. In einem Überraschungscoup gelingt es ihm sogar, die reiche Hafenstadt Panama auszurauben. Morgan ist auf dem Gipfel seiner Macht. Aber um dort zu bleiben, muss die politische Großwetterlage stimmen. Solange England und Spanien erbitterte Feinde sind, stellt das englische Königshaus bereitwillig Kaperbriefe aus, um solche Scharmützel zu fördern. In diesem politischen Spiel nutzt Morgan alle Vorteile. Er war tatsächlich in der Lage, nicht nur seine wilden Bucanero-Haufen zu organisieren, ja sogar zu deren Admiral aufzusteigen, sondern die Admiralität, die Politik, sie lagen ihm zwar nicht zu Füßen, aber er konnte sie wunderbar bedienen. Doch die Verhältnisse können sich über Nacht ändern. Im Tower von London und nicht in der Karibik wird die Weltpolitik gemacht. Charles II., König von England, steht unter Zugzwang. Die spanische Krone fordert Genugtuung. Mit der wochenlangen Plünderung Panamas ist Morgan gefährlich weit gegangen. Vielleicht zu weit. Welche Karte soll Charles ausspielen? Sollen die Untaten Morgans ans Licht gebracht werden? Darf ein christlicher Herrscher mit mörderischen Piraten überhaupt gemeinsame Sache machen? Oder muss der Tod die gerechte Strafe für Freibeuter sein? Charles entschließt sich zu einem radikalen Schritt. Er ignoriert die Untaten Morgans und ernennt den Seeräuber kurzerhand zum Vizegouverneur von Jamaika. Über die Piratenhochburg Port Royal fällt die Nacht. Henry Morgan ist nun englischer Staatsbeamter und er benimmt sich auch so. Jetzt trägt er den Tod nicht mehr zu den Unschuldigen, die das Pech haben, das zu besitzen, was er haben möchte. Jetzt schickt er den Tod zu seinen alten Kameraden. Aus dem berüchtigten Anführer der Bukaniere wird über Nacht ein gefürchteter Piratenjäger mit Staatsauftrag. Sein Seeräuberleben legt er ab wie einen alten Anzug. Aber bis zuletzt muss er seine Angst vor der Strafe Gottes mit Jamaika rum betäuben. Da das Trinkwasser an Bord eigentlich immer verkeimte, haben die alten Seefahrer ihr Wasser gerne heiß gemacht und noch Rum zur Desinfektion dazugeschüttet. Von dieser Erfindung profitieren wir noch heute und nennen dieses wunderbar wärmende Getränk Grog. Henry Morgan hat es allerdings umgebracht, denn als der seinen Lebensabend auf Jamaika zubrachte, hat er beim Grog immer das Wasser weggelassen und starb dann bald im Suff. Mit Captain Morgan stirbt auch seine Epoche. Und ein Plakat ist es, das 1717 der großen Piraten-Ära den Rest gibt. Englands König und Königin beschließen die Amnestie. Wer jetzt der Seeräuberei abschwört, darf freier Kolonist in Übersee werden. Wer nicht, der stirbt am Galgen. Englands Royal Navy räumt jetzt auf im Piratenland. Denn nach dem Sieg der Engländer über die spanische Armada müssen keine spanischen Schiffe mehr geentert werden. Freibeuter sind plötzlich unerwünscht. Lästige Störenfriede im florierenden Überseehandel. Also baute jetzt die englische Marine ab 1700 tatsächlich gewaltiges Potenzial auf und ihnen gelang es, innerhalb von 20, 30 Jahren die Karibik wie auch den Indischen Ozean halbwegs zu 90% piratenfrei zu machen. Das sind dann die sogenannten Outlaws, das sind die echten Piraten, die in ihrer Brutalität nur eins zusammengehalten hat, nämlich dieses Beuteziel, die keinen Weg mehr zurückfinden konnten und auch keinen Weg mehr zurück hatten. Das Meer ist das Element der Seeräuber, aber auch das Meer wendet sich nun gegen sie. Die Zeit gut ausgerüsteter, mächtiger Kaperschiffe ist vorbei.
als einer der letzten großen Piratensegler, die legendäre Wida, in einen Orkan gerät, reagiert die betrunkene Mannschaft viel zu spät. An einer Klippe versinkt das Schiff mit 144 Mann und mitsamt seiner Ladung der Beute von gut 50 Handelsschiffen. Die Natur holt sich zurück, was Goldsucher einst aus der Erde gruben, Kaufleute erwarben und Piraten dann raubten. Aber ihre Geschichten sind damit noch nicht zu Ende erzählt. Heute sind es Taucher, die die Beute dem Meeresgrund wieder abjagen wollen. Tonnen von Gold und Silber, so schätzen Fachleute, warten auf ihre Entdeckung, verborgen im Treibsand der Meere. Und auch das Land hält immer noch viele Schätze verborgen, die vor mehr als 300 Jahren eilig vergraben wurden. Oft nur kurz bevor die, die das Versteck kannten, am Galgen endeten. Legenden ranken sich bis heute um solche Schatzkarten, wie sie etwa der Pirat Olivier Levasseur, den sie den Bussard nannten, noch unter den Augen des Henkers verfasste. Ein geheimes Alphabet der Tempelritter soll Levasseur angeblich benutzt haben. Bis heute konnte niemand sein Kryptogramm entziffern. Und niemand weiß, ob diese Zeichen wirklich den Weg zu einem riesigen Schatz weisen. Oder ob alles nur ein letzter Streich war, mit dem der alte Pirat die Nachwelt narren wollte. Ja, ja, du hast sie alle überlebt, die schrecklichen Piraten der Seeräuber-Ära. Und überlebt haben auch die vielen Mythen und Legenden, die sozusagen noch immer unter und über den Wassern schweben. Naja, so ganz sicher bin ich nicht. Ob nicht vielleicht doch manch unerlöste Piratenseele die Weltmeere durchpflügt. Denn immer mal wieder werden sogenannte Geisterschiffe gesichtet. Wie der berühmte fliegende Holländer, der seit Urzeiten verdammt ist, über die Weltmeere zu jagen, weil der böse Kapitän einst Gott verfluchte. Sie halten das alles für Seemannsgarn? Nun, Sie werden staunen. Noch Ende des 19. Jahrhunderts verzeichnet der englische Schiffsversicherer Lloyd offiziell über 1600 Begegnungen mit Schiffen, die ziellos über die Weltmeere treiben, ohne Mannschaft. Vielleicht waren die Seeleute zuvor an Seuchen oder Skorbut zugrunde gegangen, oder die Männer hatten sich gegenseitig massakriert. Oder es waren wirklich echte Geisterschiffe mit ruhelosen Piratenseelen. Das weite Meer ist jedenfalls immer noch voller Geheimnisse. Und wenn Sie mal wieder eine Schiffsreise unternehmen, dann halten Sie gut Ausschau.